Manche Leute fragen mich, wie ich es schaffe, so ruhig und so gelassen zu sein, so auf dem Boden und einfach so selbstsicher, wenn ich diskriminiert oder angemacht werde, wenn ich einfach niedergemacht werde. Nun ja, es ist eine Entscheidung, dazu zu stehen, zu sein, wie man ist. Eine Entscheidung von einem selbst, dazu zu stehen, wie man ist. Denn nur wir im Inneren von uns selbst wissen, was wir wollen und was wir brauchen und warum etwas anderes tun, wenn andere Menschen darüber lästern, wenn wir uns selbst im Inneren von uns selbst sicher sind, dass das, was wir tun, richtig für uns ist, egal was die anderen sagen. Das Gefühl, einfach mit dieser einen Sache etwas zu haben, was mir gut tut und zu dem zu stehen und das zu lieben und zu beachten und einfach mit ihm zu verschmelzen, ja. Dann, wenn man sein eigenes Pedal ist, was sich antreibt, dann gibt es nur ein Weiterkommen und kein Stehenbleiben, denn der Weg, den man gewählt hat, ist gerade und der ist hier drinne und hängt, ist nicht abhängig von Felsen in der Brandung, denn ich kann das Pedal lenken und schwimme einfach an allem vorbei, woran ich aufprallen könnte. Denn ich habe es unter Kontrolle, ich habe es gewählt und so ist es. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Sei dir sicher, dass das für dich deine Lösung ist. Und zieh dein Ding durch. Und das ist eine Entscheidung. Klar, manche von euch sagen, Entscheidungen treffen ist schwer. Aber eine Entscheidung für sich ist der sichere Weg. Das hat Fuß und das hat Hand und Hand und Fuß. Und das ist stabil. Also. Mhm.